Ja, für die Presse fehlt uns übrigens noch die Betriebsanweisung. Betriebsanweisung? Haben wir sie. Na, das ist eine Betriebsanleitung. Eine Betriebsanweisung ist was anderes. Die müsste hier schön sichtbar aufgehängt werden und nochmal auf die Hauptgefahren. Betriebsanweisungen enthalten Verhaltensregeln, um Unfälle und Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Sie beschreiben Gefahren, die von Arbeitsmitteln ausgehen, sowie die entsprechenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln. Da liegt halt wirklich drin, dass sich da jemand die Hände einquetscht. Ja. Die Hände sind natürlich am meisten gefährdet, das ist klar. Mit der Anweisung hast du ja notiert. Ich hab's notiert. Danke. Okay. Danke. Beispiele und Vorlagen finden Sie auf der Homepage Ihrer Berufsgenossenschaft. Bitte achten Sie darauf, dass Betriebsanweisungen nicht mehr als eine DIN A4-Seite umfassen. Sie sollten leicht verständlich sein und direkt am betreffenden Arbeitsplatz ausgehängt werden. Kurz und einprägsam. Gefährdungen, Maßnahmen, Verhaltensregeln. Und alles auf einen Blick. Danke.